Ja. Ja, jetzt müsste der Countdown zu Ende sein. Ja. Es ist jetzt, wir sind live, ist jetzt. Also es ist der 20. August 2013. Wir heißen alle herzlich willkommen zur 9. Episode von DE Talk bei Vapertrails TV. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir hoffen heute, dass die Technik mit uns ist. Der Kollege vor uns hatte heute nicht so viel Glück. Wir hoffen, dass wir da nicht in die gleichen Fußstapfen treten. Bevor es in medias res geht, wie immer eine kurze Vorstellung der Mitstreiter, die heute dabei sind, und auch die Vorstellung natürlich von unserem Gast, der schon angekündigt ist. Wir fangen heute mal bitte schön aus Höflichkeit mit dem Gast an. Frank, stell du dich doch bitte ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist und warum du heute dabei bist. Ja, ich heiße Frank Dückershoff, bin seit 6 Monaten und ein paar Tagen Dampfer und bin durch Phil Goods Video Mut zur Wut nach 4 Wochen Freude des Dampfens dann doch ein bisschen auf das Ärgernis gekommen, weil ich davon vorher gar nichts wusste. Und bin darüber dann auf die Demo, die jetzt in Düsseldorf stattfindet, gestolpert, habe da den einen oder anderen Vorschlag gemacht und bin jetzt dadurch auch noch in die Orga mit reingerutscht und Genau. ja, macht da so ein paar Öffentlichkeitsarbeiten. Genau, und das ist der Grund, warum wir dir dankbar sind, dass du heute mit dabei bist. Wir werden uns gleich über die Dampferdemo am 31. August in Düsseldorf unterhalten. Gut, Danke dir. aber danke erstmal für die kurze Vorstellrunde. Neben Frank ist wie immer Thomas mit dabei. Ja, hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu unserer 9. Episode. In der Hoffnung, dass alles klar geht mit der Technik. Ja, Jo. sage ich mal, ja, Hallo und was willkommen. sage ich? Genau, hallo und willkommen. Und geht mal Jo. ab zu Norbert. Ja. Hallo alle miteinander, wie immer, euer Zellertron. Hat heute nicht allzu viel zu sagen, zumindest nichts politisch Neues. Also viel Spaß. Genau, wir talken heute wie die letzten beiden Male auch. Nicht unerwähnt darf bleiben der Gast vom letzten Mal. Stefan ist wieder mit dabei, schon mal hier im Vorfeld. Stefan, sag auch kurz Hallo, bitte. Jo, hi. Letztes Mal warst du ganz kurz drin, deswegen bist du heute gleich am Anfang mit drin. Ja, das war letztes Mal nicht so einfach. Ich bin bei Google Plus auch ganz neu. Okay. Ist vollkommen egal. Wir sind froh, dass alle, die hier sind, heute mit dabei sind. Ja, Bevor wir dann an. dürfen wir natürlich nicht Lilly vergessen, die für uns noch im Chat aktiv ist Yes, of und hier course. gerade keine Stimme hat, aber deswegen nicht vergessen, wir sind eigentlich noch einer mehr. Sie hat Ein eine Nee, mehr. schriftliche Stimme. Genau. Genau, und dann dürfen wir Krümelkeks auch nicht vergessen, die wir hier auch ehrenhaft mit erwähnt haben. Ja, gut. Genau. Jetzt haben wir aber schon eine lange Introduction gemacht hier. Die Leute wollen was sehen und was hören und das sollen sie auch. Eine Bitte, eine kurze Übersicht, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Also wir wollen erstmal natürlich viel von Frank erfahren über die Demo, ein bisschen schnacken zum Thema Demo in Düsseldorf. Aber es gilt die gleiche Regel wie letztes Mal auch. Wer Lust hat, kann sich gerne hier mit in unsere Live-Session mit reinklinken. Wer im Chat mit live dabei ist, der kann gerne eine PM an Lilly schreiben. Und von Lilly kriegt er dann den Link zu dem Hangout hier und ist herzlich willkommen mit als Gast zum Labern, zum Talken mit dabei zu sein und dazu zu stoßen. Ja, also bitte eine PM an Lilly, wer mit dabei sein will. Gut, so jetzt aber genug der Vorrede. Ich glaube, so eine lange Vorrede hatten wir noch nie. Frank, zu dir. Ja. Du hast dich vorhin schon kurz vorgestellt, bist relativ junger Dampfer, ne? Ja. Noch nicht allzu lange dabei. Ist ja auch vollkommen egal. Aber das Wichtigste ist erstmal, der 31. August. Wir wissen, es gibt zwei Locations, einmal in Berlin und einmal in Düsseldorf. Erstmal so ganz global, was kannst du uns zum
nicht zum Thema, aber zum Ort von der Düsseldorfer Demonstration am 31. August sagen? Also da ich noch nicht lange wieder zurück in Nordrhein-Westfalen bin, kenne ich die, also Düsseldorf kenne ich gar nicht. Ich bin sitze hier in Minden und mache von hier ein paar Sachen. So. Mhm. Ich bin zu der Düsseldorfer Demo gestoßen, als die Berliner noch nicht angesagt waren. Die kamen ein paar Tage danach. So. Was mich total freut, ist, dass wir jetzt nochmal so richtig Gas geben. Also dass die Orga, das Orga-Team und alle, die mitarbeiten, geben jetzt nochmal richtig Gas. Also wie so richtige, echte Sportler in den letzten Tagen nochmal richtig viel. Also wir haben auf einmal nochmal eine neue Soundanlage, die Stromfrage wird noch geklärt. Wir haben jetzt eine ordentliche Liste von, wo drauf steht, wo noch was fehlt und ja, was, wo wir noch Unterstützung brauchen können, können wir daraus ablesen. Auch. Was ist das denn? Das erzähl doch mal, was ist so wichtig? Das wollen wir doch hier gerne verkünden. Wo hapert es noch an Material oder an helfenden Händen? Ja, an helfenden Händen wären natürlich auch noch ein paar, die bei der als Ordner mitmachen. Also die dann auch vielleicht sondern eine halbe Stunde vorher da sein mögen, also vor 14 Uhr, 13.30 Uhr. Wir wissen jetzt auch nicht ganz genau, ob die sich jetzt schon hier in der Orga eingetragen haben, das auch wissen, dass sie eine halbe Stunde eher da sein sollen. Ordner binden sind wohl genügend da. So, nur damit das im Vorfeld schon mal klar ist. Okay, wenn ich jetzt mich als Ordner, also als Ordner, ja. Ordnermensch, wie sagt man das denn, als helfender Ordner, ja. Bereit erklären will, was heißt das eigentlich? Ich stehe an einem Posten und weise die Leute so schranken, also winkenderweise irgendwie ein, dass sie wissen, hier, da geht's weiter oder so. Was macht ein Ordner? Ja, das zum einen oder eben mit anpacken, wenn es darum geht, die Lautsprecher aufzubauen oder wieder abzubauen. Ja, und Leute zu weisen, wo es dann geht. Oder eben Kontakt zu halten zu Sven Bosma, ne, der ja auch der Initiator der ganzen Geschichte ist, und damit notfalls noch Informationen da hinkommen. Und so. Wie kann man sich bei euch melden, wenn ich mich jetzt als Ordner berufen fühle und zu euch stoßen will? Wie mache ich das? Am besten über die Seite von Sven, die da heißt Demo Dampfen gegen den Regulierungswahn über Facebook läuft das leider. Also das läuft halt alles über Facebook. Also Demo Dampfen gegen den Regulierungswahn eingeben, dann müsste man eigentlich auch auf die Hauptseite der, wo auch die Zusagen abzulesen sind, wie viele Zusagen wir jetzt schon haben, wie viele vielleicht Leute kommen. Und was im Vorfeld auch schon alles so mal besprochen worden ist. Bei dampfer-demo.de ist es nicht, ne? Man muss schon da bei Facebook. Bei Facebook, es läuft alles bei Facebook. Ich sehe, höre hier gerade von Heiko Girga, also für die Dings, für die Orga-Leute im Zuge mitlaufen und auch aufpassen, dass der Zug vernünftig abläuft. Also ne, klar. Ja. Das, was wir auch eben machen. Ja. Okay, gut. Das ist ein Punkt, wo es fehlt an helfenden Händen. Gibt es noch weitere Punkte? Ja, dann gibt es natürlich, weil wir ja alle Gas geben und jede Idee ist herzlich willkommen. Also, da ich ja die öffentlichen Sachen mache, habe ich ja immer noch die Hoffnung, also wir haben Redner, das ist nicht das Thema. So, wir können natürlich immer gerne noch mehr Redner gebrauchen, auch bekannte Persönlichkeiten, Schauspieler, was auch immer, wäre eine Idee, wird es ja wahrscheinlich zu spät sein. Aber was natürlich total toll wäre, ist, wenn wir von bekannten Persönlichkeiten vielleicht ein Statement kriegen, was wir vorlesen dürfen. Das wäre total klasse. So, also dass jetzt ein Bodo Bach jetzt nicht unbedingt vorbeikommt oder irgendein bekannter Schauspieler oder so, dafür ist die Zeit zu knapp. Aber da sind Sie selber schuld, wenn Sie nicht vorbeikommen, ja? Okay. Ja, auch. Natürlich, auch. Ne? Aber die haben dann vielleicht auch so viel Geld, dass sie ihr Lied auch anders hätten. Okay, aber wer da seinen Text verlesen lassen will, das ist eine gute Idee, der kann das natürlich auch gerne machen, ne? Ja,
Das wäre total super. Ja. Also jeder, der jetzt noch eine Idee hat, jemanden kennt aus Film, Fernsehen, Politik, der dampft oder so. In Deutschland gibt es wohl nicht so viele dampfende Politiker. Der möge natürlich die Leute mal ansprechen und sagen, du sag mal, hast du da eben zwei, drei Zeilen, die wir vorlesen dürfen. Mhm. Wenn du sagst, es gibt schon eine Rednerliste, wer ist denn da drauf auf der Rednerliste? Genau, die suche ich gerade. Und zwar ist sie mir gerade abhanden. Ach, da ist sie. Also, Andreas Rothe von den Piratenpartei, Bundestagskandidat. Mhm. Dann der Reinhard Dampf. Mhm. Da kann ich jetzt gerade nicht so viel mehr zu sagen. Ja. Nicht Birgit Micky, Freie Initiative Dampfaktiv. Mhm. So, dann haben wir Adelheid Rippe, die dürfte einigen bekannt sein, Aktionsbündnis NRW genießt. Mhm. Die ist also auch für Raucher, für die Kneipiers und überhaupt also gegen diese Regulierungs-, ja, diese Bevormundung. In der NRW speziell, ne? Mhm. Ja, genau. Die scheint ziemlich viel wohl auf die zu machen, so. Mhm. Und dann Daniel Schmal wird sprechen. Mhm. Und Phil Scheck, der wird wohl am bekanntesten sein, das ist Herr Philgut. Genau, hey, cool, der hat sich auch auf die Rednerliste, der steht auch auf der Rednerliste in Düsseldorf. Der steht auf der Rednerliste in Düsseldorf. Wie, die werden ja nicht alle nacheinander reden, wie ist das aufgeteilt? Ist das auf der Endkundgebung? Daran kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Also es wird sein, dass der Sven Bosmar eine Eröffnungsrede machen wird. So, wer dann gleich sich noch daneben stellt, kann ich wirklich nicht sagen. Also, ja, gut, das wird man im Detail sehen oder an dem Tag selber sehen, ne? Wer wann reden wird. Ist auch geplant, wenn ich mal fragen darf, dass normalsterbliche Dampfer wie du und ich ein Wort verlieren dürfen? Okay. Ist auch geplant, dass normalsterbliche Dampfer, die auf der Demo sind, da auch zu Wort kommen? Dass die auch mal was sagen dürfen? Ja, natürlich, klar. Also ich denke, da spricht nichts dagegen. Es war auch die Diskussion bei uns, ob jetzt Raucher, Nichtraucher und so weiter mit dabei sind. Und wir haben dann auch gesagt, also wer sind wir, dass wir jemanden verbieten können, da mitzukommen, mitzumachen oder so. Das geht ja eigentlich auch um den Regulierungswahn. Ja, aber wenn, angenommen, ich würde was sagen wollen, sage das jetzt mal so spontan, dann muss ich mich aber bitte schön vorher auf die Rednerliste bei euch setzen lassen. Spontan ist das nicht geplant, oder? Ja, wenn du ein Megafon mit hast, kannst du natürlich spontan reden und durchkommst und was anderes. Aber es wäre natürlich sinnig, dass sich jeder bei Sven meldet, beziehungsweise den Ordner meldet und sagt, hier, ich habe auch noch was zu sagen und dich ihm kurz vorstellt. Okay, ja. Also wer was sagen will, soll sich wahrscheinlich ähnlich wie die Ordner, die sich berufen fühlen, über die Facebook-Gruppe bei euch melden. Ja. Also ich lese gerade von Heiko Wirger, Start der Demo Konrad-Adenauer-Platz am Hauptbahnhof und Kundgebungsort wird sein Heinrich-Heine-Platz Düsseldorf. Zugweg ist auf dem Dampfer-Demo zu finden. Genau, es gibt noch eine Seite dampferdemo.de, da ist auch der Zugweg zu finden. Kann ich aber gleich auch nochmal durchlesen, vorlesen. Ja, die Strecke ist nicht allzu lang, das kann man ungefähr an der Karte sehen, wie der Weg ist, den man dort langläuft. Ja, ich kann es nochmal kurz sagen, wenn das jetzt reinpasst. Ja, ich wollte sonst mal fragen, wo fehlt es noch? Wo fehlt es noch? Ach da. Flyer haben wir jetzt offensichtlich echt massig. Heute bat sich erst noch einer an, 500 Flyer von der IWED, die wir drucken dürfen. Also wichtig, was noch fehlt. Das sind weitere Redner, ist klar, und weitere Ordner. Also so steht es jetzt hier in unserer Liste. Das wären so die wichtigsten Sachen. Ne? Natürlich nehmen wir auch gerne noch Spenden an, weil alles, was am Überschuss dann da ist, soll an eine Kinderkrebshilfe gespendet werden. Okay. Und wir können ein bisschen besser kalkulieren. Ja, gut. Dann haben wir die Punkte, was offen ist, damit abgehakt. Ja.
Wie sieht das aus? Ist irgendeine Presse oder eine Öffentlichkeitsstelle ja, da ist eine, angesprochen? Genau, der Heiko Girko, Girga macht was und die Ashti Mamma Mia und ich mache so noch so eine Radiosendeaktion, das heißt, ich schreibe zurzeit alle Radiosender an bundesweit, ob sie noch was senden können zum und so. Das hatte ich schon angefangen. Ich muss sagen, es gab keine ablehnende Reaktion. Es gab bislang nur, dass sie es weitergeben und also an die richtigen Stellen weitergeben und so weiter. Mhm. So, da verspreche ich mir auch noch ganz viel von. Also wenn wir kurz vor knapp ein, zwei Radiosender haben, die nochmal ja, was von uns vorlesen, also unsere Demonstrationen bekannt geben, denke ich, werden wir auch noch einige Leute spontan mehr dazu bekommen. Genau, also für die Ansage oder für die Ankündigung, dass über das Radio, dass das Radio gewonnen wird, dass das eben nochmal publiziert wird. Ist denn auch jemand irgendwie so mit dabei oder begleitet das jemand von den öffentlichen Medien? Steht jetzt hier nichts. Also es kann sein, dass in den letzten Stunden sich was ergeben hat, aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht kippt mich aber hier auch gleich noch was an. Mhm. So, der Heiko Bürger und die Mamma Mia haben wohl auch oder bauen gerade Kontakte zu Presse auf, also Printmedien. Mhm. Ob da jetzt noch was kommt, ich hoffe mal. Ja, es ist auch noch ein bisschen hin, ne? Also es sind 11 Tage. Ja. Heute, über nächstes Wochenende ist noch ein bisschen was hin. Aber wenn ihr sagt, wenn ihr jetzt im Endspurt seid, dann würde das ja ganz gut passen, dass man da schon mal langsam die Drähte glühen lässt. Mhm. Deshalb habe ich meine Radioaktion auch nochmal sein gelassen, weil das war schon vor 2 Wochen angefangen. Und wenn die jetzt senden, also jetzt senden in 2 Wochen, das ist ein bisschen blöd. Dass sie ein bisschen Vorlaufzeit brauchen, weiß ich auch. Deshalb wird das diese Woche jetzt durchgezogen. Wie sind denn die aktuellen Zahlen? Hast du die parat? Also von den Vorhersagezahlen in Anführungszeichen oder den? Also wir haben jetzt hier nur einen Zähler auf Facebook. Und auf Facebook haben zugesagt für Düsseldorf 499 Leute, 335 mit unsichere Teilnahme, also ein vielleicht. Wir haben aber nicht die Zahlen von Twitter, von den Leuten, die über die dampfer-demo.de Seite sich angesprochen fühlen und auch kommen. Mhm. Es sind halt nicht alle bei Facebook. Ja. Einfach mal sagen, das ist eine nette Plattform, aber ja, auch ich weiß auch nicht genau, was auf Google Plus jetzt gelaufen ist, muss ich dazu sagen, weil ich jetzt eigentlich mehr arbeite, als mich umzugucken und zu lesen. So, okay, aber das hört sich ja schon mal viel an. Das war bislang in den letzten Demos, die stattgefunden haben, von der Anzahl her nicht so viel. Ne? Wenn es also annähernd so viel werden, wäre es echt geil, weil so viel haben wir noch nie zusammenbekommen. Stimmt. Also ich mache aber auch, wir ruhen es da jetzt nicht drauf aus, sondern ich habe wirklich das Gefühl, wir geben doch mal alle richtig Gas. Also ich finde das richtig toll. Darf ich mal eben eins sagen, zwischendurch? Wer noch nicht weiß, wie er da hinkommt, ich habe Folgendes entdeckt, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, das Monopol der Busse, die über Land fahren, ist ja gefallen, ich glaube im letzten Jahr, und da gibt es teilweise im Moment sehr gute Ankündigungen, nee, scheiße, ich schon wieder mit meinem Dingensbums hier, mit meinem Bildschirm. Also es gibt teilweise sehr gute Angebote, wollte ich sagen. Und zwar gibt es eine gute Suchmaschine, busliniensuche.de. Vielleicht gibt es auch andere, aber ich habe die entdeckt, busliniensuche.de. Da kann man den Abfahrts- und den Zielort eintragen und kriegt unterschiedliche Firmen oder Busfirmen, sage ich mal, die über Land regelmäßig Düsseldorf anfahren. Das finde ich für die Leute vielleicht, oder kann für die Leute interessant sein, die da noch nicht genau wissen, wie sie hinkommen. Teilweise gibt es dort sehr verlockende Angebote von Unternehmen, die neu sind und so Einstiegspreise haben, die um die 8 Euro liegen.
Ja, also wer das nicht weiß, ist vielleicht ein Tipp, da einfach mal zu gucken. Buslinien-suche.de, eine Suchmaschine für Buslinien, die über Land fahren. Mhm. Gut, okay. Auf dampferdemo.de gibt es auch eine Mitfahrzentrale. Mhm. Auch recht aktiv, also da stunden immer noch einer mal mit rein auf den Zug, hätte ich beinahe gesagt. Und ich möchte auf das Wochenende, auf das NRW-Ticket aufmerksam machen, wo ja 5 Leute mitfahren dürfen. Also wir fahren hier von Minden, zugesagt sind 20 Leute, jetzt so ungefähr meine letzte Zahl. Ich weiß nicht, wenn wir noch angesprochen haben, die dann sich selbst organisieren. Mhm. Und wenn man sich das dann teilt, kommt man so ungefähr auf 7 Euro Hin- und Rückfahrt. Also das geht dann auch noch. Also das Wochenendticket ist ähnlich teuer. Mhm. Also dampfer-demo.de, da gibt es auch eine Mitfahrgelegenheit mit Auto, Mitfahrzentrale, genau. Also Wege und Mittel gibt es eigentlich genug, nach Düsseldorf zu kommen. Aber der Tipp mit dem Bus war natürlich toll. Ja. Einfach mal gucken, wem das recht ist, wem das passt. Es kann ja sein, dass da nochmal irgendwo was zu holen ist. Ich habe das vor kurzem auch genutzt und war sehr angenehm überrascht. Ja, da sind natürlich auch Verspätungen mit drin, das muss man auch mit einkalkulieren. Also die fahren jetzt nicht pünktlicher als die Bahn. Wenn auf der Bahn, auf der Autobahn Stau ist, dann kommen die halt auch zu spät. Ne? Also da lieber vielleicht einen Bus eher nehmen. Wir sagen es nochmal eben ganz deutlich, 31.08. haben wir schon gesagt, der Start ist genau um wie viel Uhr? Um 14 Uhr ist der Start, insofern, wenn der Bus früh genug losfährt, kann er auch eine halbe Stunde Verspätung haben. Ihr plant insgeheim eine halbe Stunde ein, aber das sagen wir hier nicht, weil 14 Uhr sollten alle da sein, ne? Das wäre schon mal gut. Nein, so meinte ich das jetzt nicht, sondern 14 Uhr ist der Start. Ist schon der richtige Start, okay. Wenn der Bus jetzt früh genug losfährt und dann doch eine halbe Stunde länger braucht, dann schafft es eigentlich immer locker bis 14 Uhr, bis du zu bist. So sollte es. Gut. Eine Runde warm dampfen. Die geplante Ankunftszeit ist 14 Uhr. Ja, genau. Wann ist denn das Ende? Weil das ist ja auch wichtig für die Leute, die entweder in der Gruppe zusammen zurückfahren und irgendwie irgendwann wieder zu Hause sein müssen oder die eben auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Also die Anschlusskundgebung wird stattfinden am Heinrich-Heine-Platz ab ca. 15.45 Uhr und bis ca. 17 Uhr. Also 17 Uhr wird, je nachdem wie sich jetzt noch die Rednerliste komplettisiert oder verlängert, ne? Verlängert kann sie das auch verlängern, ja. Okay. Ja. Aber das Wochenendticket gilt dann ja. Bitte? Das Wochenendticket gilt dann ja auch immer noch. Also auch. Okay, das ist, da bist du von den Fahrzeiten nicht so eingeschränkt. Aber dann ist die Marschroute ja relativ kurz, ne? Die ist dann ja relativ schnell abgegangen, oder nicht? Also ich kenne Düsseldorf nicht so, ich kann die Marschroute ja mal im Kurs vorlesen, ne? Direkt vom Hauptbahnhof geht es los, Konrad-Adenauer-Platz, dann geht es zum Friedrich-Ebert-Straße, dann die Oststraße, die Bahnstraße, dann die Königsallee in nördliche Richtung, dann ist da ein Gewässer, wo es dann die Königsallee in die südliche Richtung wieder zurückgeht. Benrather Straße, Breite Straße, die Heinrich-Heine-Allee und dann sind wir auch schon auf dem Heinrich-Heine-Platz. So, und ich habe die Kilometer jetzt nicht im Sinn, vielleicht bin ich jetzt falsch im Kind. Also, offensichtlich hören uns ganz viele Leute, jedenfalls einige Leute zu. Haben wir da Zahlen? Kann da mal irgendjemand gucken, wie viele Leute jetzt. Also auf der Seite habe ich was von 2,8 Kilometern gelesen. Das ist aber echt nicht viel, ja. Auf der Dampfer-Demo-Seite wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, da ist der Plan, den habe ich auch schon gesehen, aber natürlich sagt der Maßstab eigentlich nicht so viel aus. Das heißt also, die Haupt... Attraktionen werden am Ziel stattfinden, ne? Eine kleine Platz. Okay. Was auch noch wichtig ist, du hattest das vorhin schon kurz angedeutet, wenn wir dort marschieren, ist nicht nur der Marsch und die Präsenz wichtig, dass wir uns dort alle zeigen, sondern wenn man angesprochen wird, ist es natürlich gut, wenn man
in den Dialog tritt mit einem, der ihn anspricht, aber dem auch was in die Hand geben kann. Stichwort Flyer. Du hattest gesagt, ihr habt Flyer gedruckt oder besorgt oder organisiert? Es sind ganz viele Flyer da, von ganz großen Flyern und wohl auch Handzetteln. Ich kann aber jetzt nicht wirklich im Einzelnen sagen, was da nun überall draufsteht. Also wir hier in Minden sind auch aktiv, haben noch vor, ein paar Flyer in Form von Postkartengröße zu drucken und den Leuten dann in die Hand zu drücken. Also, wo vielleicht auch sowas draufsteht, dass also nicht, also dass es eben um diese EU-Regulierung geht. Wir sind uns da hier Minden noch nicht ganz einig, was wir da jetzt draufschreiben. Also, der Flyer von der IGED ist bestimmt nicht verkehrt. Der ist aber in DIN A3 Format, der ist so, also das ist ein Riesenplakat, das ist ein tolles Teil, überhaupt kein Thema. So, aber das drückt man den Leuten nicht so in die Hand, dass sie es mitnehmen. Naja, ich denke mal, dafür ist es trotzdem eigentlich gedacht, ne? Naja, vielleicht ja. Ich wollte noch auf eins hinaus, weil in den Foren, zumindest im ERF, nicht nur im ERF, auch im Dampfertreff, wurde das ja auch schon andiskutiert, wie das mit Flyern ist. Und wie das auch mit kleinen Transparenten ist oder so, weil wenn man da rumläuft und man wird gesehen, ist es gut, immer irgendwie aus der Ferne irgendwo ein Transparent oder irgendwas zu haben, wo man das zeigt, warum man da eigentlich da ist. So, und zu dem Thema Flyer war im ERF unter der Rubrik Veranstaltungen und Seminare gibt es einen Thread zum Thema 31. August Dampferdemo in Düsseldorf. Und da ist unter dem Punkt 330 oder so heißt da der Punkt, ein, wie wir finden, ein guter Vorschlag. Ich gucke schon nochmal eben genau, das ist der Beitrag 330 von Gewitterwolke. Den wollen wir einmal kurz zeigen, bitte, weil den fanden wir gar nicht mal so schlecht. Den hat der Dampfer, ich nehme an, das ist ein männlicher, dort auch zum freien Download zur Verfügung gestellt. Und das sieht so aus. Ich warte mal einen Moment und hoffe, dass man das sehen kann. Also es sind zwei Seiten. Ich lese es nicht alles vor, aber rein schon vom Optischen her finde ich das gut, dass man ganz schnell sehen kann, worum es geht. Rot und Grün, die Farbaufteilung ist so nicht schlecht. Und auf der zweiten Seite ist noch ein bisschen mehr Text, wo man sich vielleicht nicht gerade auf der Straße, wenn man es mitnimmt, später das nochmal in Ruhe durchlesen kann. Und da ist auch eine URL für einen weiteren Verweis drauf mit dem QR-Code. Ob man den QR-Code nun nutzt oder nicht, ist egal. Auf der ersten Seite hier unten sieht man es nochmal, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, da unten links steht die Faktensammlung von der IGED. Ja. Ist das Flyer von dem Thorsten? Weil das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Thorsten, wie heißt der? Gewitterwolke nennt er sich. Okay. Die Gewitterwolke, Beitrag 330. Ja, da hat er einen Link reingestellt, dass man sich genau dieses PDF-Dokument, was wir gerade zeigen, dass man sich das runterladen kann. Ja? Das ist ERF-E-Rauchen-Forum. Wir posten den Link am Ende der Sendung in allen drei bekannten Foren, im E-Rauchen-Forum, im Dampfertreff und im DE-Talk-Forum von der Vapertrails-Seite, dass man das da nachlesen kann, wer sich dafür interessiert. Ja, weil wir interessieren uns gerade dafür, lese ich hier. Und die Strecke ist 2,8 Kilometer lang, soll ich nochmal kurz sagen? Nochmal bitte, 8 Kilometer? 2,8. Also, ich habe gerade 8 Kilometer verstanden, ich dachte, das ist ein so. Marathon. Okay. Und das Schild von der IGED ist also kein Flyer, sondern das ist ein Schild. Also dickes, fettes Teil irgendwie. Na, also das können wir den Leuten nicht einfach so in die Hand drücken. Achso, das ist ein Transparent, ne? Und kein Flyer, okay. Das heißt, ihr bringt Flyer mit, oder wie kann ich das? Ja, wir haben Transparente mit, Entschuldigung. Ja, wir haben Transparente und verschiedene Flyer und so weiter mit. Und es gab da auch schon so Diskussionen unter uns, was denn da draufstehen soll oder eben nicht draufstehen soll und so weiter. Und dann kamen wir aber auch zu dem Schluss, dass wir über jeden Besucher auch zufrieden sind,
der da kommt und uns unterstützt und dass wir 3, 5, 12 People, wie wir da sind, auch nicht groß bestimmen können, was für Interessengruppen uns da jetzt vertreten. Also mit unterstützen. Ich denke mir, meine Meinung sehe ich genauso. Wer will das vorschreiben? Es ist natürlich gut, wenn man einen professionellen Flyer hat. Je professioneller wir da drauf treten, desto besser ist die Wirkung. Welcher Flyer da benutzt wird, um Gottes Willen, das kann ja jeder selber bestimmen. Da macht sich jeder selber seine Meinung darüber. Aber zum Thema Transparente, also Schilder, die man mitnimmt und zeigt, oder was weiß ich, Bettlaken oder was auch immer, oder große Flugzeuge, die dann oben am Himmel fliegen und dann so einen fetten Banner von der IGED hinter sich herziehen, was immer das auch sein wird. Jetzt lacht keiner, aber ich denke, hat man ja wohl verstanden. Naja. Transparente, das war das Stichwort. Also, da haben wir uns auch Gedanken drum gemacht, beziehungsweise in den Foren war das zu lesen. Was kann man draufschreiben? Wer selber transparenter machen will, einfach so ein kleiner Wettbewerb oder eine Anregung, was schreibst du auf dein Transparent? Was für einen Text lässt dir einfallen? Habe ich, oder war im ERF was zu finden? Da waren ein paar Texte drin, ein paar Ideen. Im Dampfertreff genauso. Und ich habe da eins übernommen, ob das nun gut ist oder nicht. Ich versuche das nochmal schnell zu zeigen. Ja. Schnell wieder gucken, passt das? Das war der Text: Tote in Deutschland, 300 pro Tag. Oh. Durch die Zigarette bedingt und 0 pro Tag durch die E-Zigarette. Den Text fand ich sehr ansprechend. Kurzer, knapper Text. Ja. Und das habe ich schnell irgendwie, das ist dabei rausgekommen, Punkt. Das Logo rechts, bitteschön, ist geklaut von der SWOF-Campaign. Der Text ist nicht von mir. Also ich will mich da nicht mit fremden Fehlern schmücken. Anfangs habe ich da auch sogar noch einen Fehler gemacht. Da habe ich die falsche Einheit hingeschrieben. Nicht 300 pro Tag, sondern pro Jahr. Das war ein richtiger Fehler, Tippfehler. Danke an die Leute, die mich da korrigiert haben. Ist einfach nur ein Anreiz oder eine Inspiration, was man da auf sein Transparent, wenn man eins mitführt, schreiben kann. Aber in den Foren steht noch ein bisschen mehr, ja, als Gedanken, Anregung. Also ich finde auch jede Gruppe, Gruppe in Anführungsstrichen, jeder Dampfer, der irgendwie noch eine Idee hat, also wir hier in Minden ist so, dass der TRX-Laden in der Königstraße, also keine Werbung, der Rudi einfach ein alter, sehr gebildeter Mann ist und der hat total tolle Sprüche drauf gehabt und die haben wir heute nochmal durchgeguckt. Zwei haben wir dann aussortiert, dazu müsste man zu viel Hintergrundwissen haben und die will Rudi jetzt 10 Stück, 20 Stück davon machen, dann werden die verteilt und dann laufen wir damit rum und andere, die aus einer anderen Stadt kommen und nochmal eigene Sprüche haben, können dann auch mit ihren Sprüchen kommen. Hauptsache, es geht um die EU-Regulierung. So. Und der Rudi hat wirklich so ganz zweideutige, wo man wirklich manchmal zweimal hingucken muss und wo man überall, wo man zweimal hingucken muss, guckt man einmal richtig hin. So, und das ist einfach toll. So, wo er dann was von Judikative schreibt und also ist wirklich toll. Ich habe sie jetzt leider nicht parat, sonst würde ich sie mal vorlesen. Ja, schade. Schade, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ach, das war Rudi, heute. Rudi, wenn du uns zuguckst, dann post die doch bitte mal ganz schnell. Ich will Rudi jetzt wissen, ist nicht in Facebook und ist jetzt zu Hause. Ja. Gut, dann müssen wir warten bis zum 31. Dann werden wir sie dort sehen. Ja, ganz bestimmt sogar. Okay, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas noch mit Transparenten? Ist mir entfallen. Kommt gleich wieder. Kommt wahrscheinlich gleich wieder, warte mal. Nee, ist weg. Habe ich vergessen. Jetzt langsam auch mal fragen, wie es mit Gästen aussieht. Ja, also wer noch zu uns stoßen will. Jemand? Wir haben noch volle 11 Minuten. Der ist herzlich eingeladen, hier im Live-Hangout sich mit einzuklinken. Die URL kriegt man im Live-Chat von Lilly. Wer im Live-Chat mit drin ist, muss aber angemeldet sein. Und wenn alles geklappt hat, sollte die URL von dem Hangout hier auch in den Foren drinstehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das soweit geklappt hat. Ja.
Die Anzahl der Gäste hält sich heute, zumindest die frischen Gäste, hält sich heute sehr in Grenzen. Ist auch nicht schlimm. Ist ja nur ein Angebot, was wir hier machen, wo jeder dazu stoßen kann, der will. Frank, hast du sonst noch was zu erwähnen oder möchtest du noch was loswerden, was euch vom Orga-Team her wichtig erscheint? Ich frage gleich mal eben hier kurz in die Runde und würde mich dann nochmal melden, aber ich habe so, ich würde gerne mal Stefan fragen, ob er was weiß oder eine Anregung noch hat oder eine Idee. Mhm. Mit Stefan meinst du unseren Stefan hier im, ja, als Gast vom letzten Mal und heute wieder, genau? Ja. Also wenn das okay ist, Entschuldigung, ich wollte natürlich ja. Natürlich ist das okay. Natürlich. Ja klar, gerne. Ja, Anregung. Ich habe leider auch noch keinen Flyer gemacht und kein eigenes Plakat oder Transparent. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, da was drucken zu lassen. Und ich denke, so geht's da vielen. Ne? Das würde ja gerne was tragen in die Welt hinaus und so. Aber ich denke, also da wird nicht viel gedruckt, sondern das wird, also ich gehe nicht zur Druckerei oder was. Ich drucke das einfach aus dem Drucker aus und gut. Ja, ist DIN A4, maximal DIN A3, ein Stück Pappe. Besenstiel und ab dafür. Mhm. Ja, also das muss da reichen. Also da ist so großartig in Unkosten stürzen. Bringt es wahrscheinlich auch nicht, sondern es geht darum, wenn wir, weil ich guck mal, wenn wir da original mit, jetzt sag ich mal, 800 Leute, ist das realistisch von den Zahlen, die du vorhin vorgelesen hast? Oder lass es 600 sein, ich weiß es nicht. Stefan, geschätzte Zahlen in Düsseldorf? 500 in Düsseldorf, also, achso, Entschuldigung. Ja, sag mal, was war das? Was ist 500 in Düsseldorf, die sich über Facebook angemeldet haben. Und dann kommen noch die Zahlen, die will eben nicht wissen, über Twitter, Google. Komm, lass es 600 sein. Dann ist das eine sehr große Chance, uns Dampfer in der Öffentlichkeit vor einer großen Menge an Menschen zu zeigen. Und die Chance sollte man irgendwie wahrnehmen, dass man möglichst viel von dem, was man sagen will, auf einer kurzen, knappen Art und Weise rüberbringt, ohne dass man zu viel Insider-Text verwendet, weil wir müssen alle davon ausgehen, die Leute, die uns da sehen, kennen die E-Zigarette oder die Dampfe, sagen wir lieber E-Zigarette, das Wort ist, wenn überhaupt, am meisten gebräuchlich, auch wenn es uns nicht so passt, aber die werden die E-Zigarette sehr wahrscheinlich gar nicht kennen, noch nie was davon gehört haben. Ja. So, das ist eine Riesenchance, da einen Dialog aufzunehmen oder zumindest was zu transportieren. Ne? Dass man kurz und knapp sagt auf den Transparenten, warum wir überhaupt da sind, was da eigentlich los ist. Dass man ja, das aufmerksam macht. Ne? Ist richtig, aber das ist genau eines der Probleme. Ne? Wie bringt man das, ohne Hintergrundwissen vorauszusetzen, in ein paar Punkten auf den Punkt, Entschuldigung. Mhm. Da gab es ja auch Diskussionen im ERF dazu, wie die Plakate oder eventuell Transparente eben aussehen oder beschriftet werden sollten. Das ist nicht so einfach. Das ist auch richtig. Wer das kann, der ist davor. Werbetext davor, ich wollte gerade sagen, was natürlich schnell geht, ne, wo jeder ganz schnell irgendwo von der Auffassung her was mitkriegen kann, sind natürlich Bilder. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deswegen hatte ich auch im ERF da, Klammer auf, Hope, Klammer zugeschrieben. ich bin auch kein Grafiker, kein Illustrator und alles das nicht, aber ich denke mir, das ist natürlich mit der schnellste. Ne? Wenn es ein Eyecatcher sein soll, ein Blickfänger sein soll, der ganz kurz mit einem Blick erklärt, um was es geht. Ich weiß, das ist schwierig, können wir alle nicht, aber warum nicht versuchen? Mein Gott, wir haben gerade Postkartenmotive hinbekommen, ja, wo schon allein da, auch da schon relativ schnell zu sehen war, worum es eigentlich geht. Ja, und deswegen, warum nicht versuchen, das einfach mit seinen Mitteln so gut man kann zu präsentieren an der Stelle. Und Flyer natürlich anschließend für die Leute, die wirklich in Dialog treten und dem uns mitgeben kann, wovon wir wahrscheinlich sehr viel weggeschmissen werden, das ist immer so. Aber das ist nun mal die Chance schlechthin, finde ich. Ne? So gut und so direkt und so in einer großen Masse waren wir in der Vergangenheit noch nicht zusammen und werden es vielleicht so schnell auch nicht. Ich weiß es nicht, was noch in der Zukunft kommt, aber das ist der Tag, wo wir in der Masse an zwei Orten deutschlandweit sehr stark und sehr vehement und sehr konzentriert vertreten sind. Und die Chance wollten wir nutzen. Ja, ich hätte da noch eins. Ich hatte vorgeschlagen,
dass die meisten haben ja mittlerweile ein richtig gutes Handy, dass sie einfach mal ihre Fotos auf dem Rechner packen und dann vom Handy löschen und sich ein Walkie-Talkie installieren, also eine App installieren, um Interviews am Rande der Demo zu machen, um zu gucken, was denn die Leute jetzt von den Schildern, was sie da meinen, was sie da sehen und vielleicht kurz aufklären und weitergehen und vielleicht mit animieren, mitzukommen oder einfach nur nachzudenken, so dass wir auch noch hinterher was zum Nacharbeiten haben, ja, so eine Manöverkritik machen können. Manöverkritik finde ich immer gut und ich finde das Schwierigste oder das Wichtigste oder das Wertvollste, finde ich, meine Meinung ganz schnell dazu, ja, ist die, wenn du es als Dampfer schaffst, der in der Demo mitläuft, wirklich in einen Dialog zu treten mit einem, ja, Passanten, der da langläuft, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ob der sich dann allerdings bereit erklärt, wenn ich mein Handy zücke und ihn frage, ob ich das Gespräch aufnehmen darf, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so glücklich gewählt ist. Müssen wir ausprobieren. Also ich meine, das gibt's überall, dass Leute mit Mikrofon rumstehen und ein Interview halten. Also passiert mit so allen Themen. Also es war nur eine Idee. Ja klar. Stefan, war da noch was du sagen wolltest? Ja, prinzipiell ist keine schlechte Idee, die Leute in den Dialog zu bringen, eventuell eben auch ja, ein Interview zu machen quasi mit den Zuschauern oder den Unbeteiligten auf jeden Fall. Mhm. Ganz klar, der Dialog ist dann immer besser als alles, was man vielleicht in drei Worten doch nicht ausdrücken kann auf einem Flyer. Und jeder, den man dafür das Thema eben interessieren kann, ja klar, ist gut für die Sache. Denn grundsätzlich ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass wenn ich jemandem versuche zu erklären, was das Dampfen ist, dass das oft in einem Vortrag meinerseits endet, der dann doch relativ lange dauert. Ja, ja. Das ist eben ganz schwer, in ein paar Worten auf den Punkt zu bringen. Das, ja, geht zumindest mir so. Stimmt, kann ich nur bestätigen, ist mir am Wochenende noch genauso widerfahren. E-Zigaretten, die sind doch ungesund und verboten. Das ist, hört man häufig, ne? Das Vorurteil, ja, haben wir, dagegen haben wir immer noch anzukämpfen. Ja, ja, das ist schwierig, das ist schon richtig, klar. Das ist nicht so einfach, ne? Aber ich denke, das ist eine Riesenchance, wenn wir da in der Macht so auftreten, das da zu nutzen. Gut, ich will das jetzt nicht länger hinauszögern. Wer diese Episoden kennt, der weiß, dass ich das ehrenhafte Amt der Zeitmessung habe. Und heute sind wir mal ganz pünktlich. Ich fange jetzt einfach schon mal an, die Abschiedsrunde einzuleiten. Frank, wir fangen einfach mal mit dir an. Ja. Wenn du noch irgendwas sagen willst, dann sag es jetzt, Junge, aber sag es. Und also, sag einfach mal tschüss, ja. Ich habe hier gerade noch ein bisschen mitgelesen und natürlich, ja, ist es wichtig, das ist für uns alle Dampfer und ist es einfach eine Pflichtveranstaltung, jetzt auch zu kommen. So, und bei dieser Demo zu kommen, der 10.9. steht auch fest. So, bringt eigene Plakate mit, eigene Sprüche mit, was auch immer, umso vielfältiger wir sind, umso aussagekräftiger wir sind, umso besser ist es. Nicht, dass ein Plakat jetzt nur überwiegt und womöglich ein abschreckendes Teil ist, sondern bringt so viel mit wie möglich. Das ist mein Schlusswort, ne? Genau. Und ansonsten wünsche ich uns, ganz ehrlich, viel Dampf, also Dampf in allen Gassen, und zwar weiterhin. Sehr schön. Danke. Ich danke euch. Ja. Stefan. Ja, also auch von meiner Seite, einen Aufruf zur Demo zu kommen und allen Bescheid zu sagen, die eventuell nicht im Internet unterwegs sind. Ich kenne ja auch ein paar Dampfer, die eher Offline-Dampfer sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ganz wichtig, dass wir da wirklich eine Menge auf die Straße kriegen. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass das gesehen wird, ganz einfach. Und dass, ja, dass gesehen wird, dass es da eine Menge Leute gibt, die an dem Thema interessiert sind. Ja. Gut, danke. Thomas. Ja, vielen Dank soweit für die Informationen für die Demo. Ja. Wir haben dich geweckt, es tut mir leid, aber so haben wir uns. Nein, ich war gerade beschäftigt. Ich hatte gerade noch, ja, eine Frage von okay. Zack, also von Michael Kleinefeld im Chat
reinbekommen über die Flyer der IGED, ob, wo da das Problem mit ist, wegen der Größe oder was auch immer. Ich hatte verstanden, dass das ein transparentes, also was Großes ist, ne? Also kein Flyer zum Verteilen, sondern mehr ein Ding zum Zeigen, ne? Ist das richtig? Ja, drei. Das ist ja kein Problem. Das ist nur eine andere Art der Darstellung. Das kam vielleicht falsch rüber, weil ich hatte vorhin verstanden, wir haben beim Thema Flyer und das sind halt Transparente, die ihr mitbringt. Flyer gibt es aber auch von der IGED. Ja, ja, also wer am Flyer verlegen, wer am Flyer verlegen ist, findet bei der IGED sehr wohl Vordrucke, die er selber ausdrucken kann. Genau, okay. Da gibt es Vorlagen für, egal ob jetzt Handreichungen oder Poster, Plakate, Banner, Transparente oder ja, was halt derjenige halt haben möchte. Genau. Gut. Und halt auch im ERF auf der von dir schon genannten Seite, in dem Fred ja, unter der 330 die Vorlage von dem anderen Flyer. Ja, das. Ah ja, genau. Michael hat gerade eben noch gemeint gehabt, dass die in DIN A4 gefaltet sind und als Flyer zum Verteilen gedacht sind. Also nicht in DIN A3, weil das wäre dann doch etwas zu groß. Genau, bin ich auch der Meinung, so ein kleiner handlicher Zettel, DIN A5, DIN A4 ist okay, aber man nimmt schon so einen riesen Poster mit zum Durchlesen. Time out, dankeschön. Man kann das auf der IGED-Seite nachlesen im Download-Bereich. Schönen Dank, Thomas. Genau, das wollte ich bloß noch. Genau, okay, Norbert. Dann gebe ich mal weiter an Norbert. Dankeschön. Ja, dann sage ich mal ganz kurz und knapp Tschüss und guten Dampf. Gut. Dankeschön. Mit diesen Wünschen meiner Vorredner, denen schließe ich mich an. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht nur viele sind am 31. August, sondern dass wir auch bunt auftreten an der Stelle. Ja, viel und bunt, das macht da richtig Sinn und das wird auch da gefordert. Schönen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Woche, euer DE-Talk-Team. Bye, bye.